Uli Wegner hat schon viele Boxer zum Erfolg geführt. Sven Ottke und Markus Beyer bezeichnet er zum Beispiel als Vorbilder, die den Sprung an die Spitze des Profigeschäfts unter seiner Führung schafften. Und am 11. März will Jack Kulkai, der Boxer des Jahres 2016, genau in diese Fußstapfen treten und gegen Demetrius Andrade nachweisen, dass er zu Recht den WM-Titel hält und zu den Besten in seiner Gewichtsklasse zählt. Wir vergleichen für euch vor dem Kampf die beiden Kontrahenten im Ring. Jack Kulkai. Golden Jack, so sein Spitzname, wurde am 26.09.1985 in Ecuador geboren und misst 1,72 Meter bei einer Reichweite von 1,78 Meter. Er boxte in der Normalauslage und debütierte 2009 als Profi. Bisher bestritt er seit 2009 23 Profikämpfe, von denen er nur einen einzigen verlor. Dabei liegt seine K.O.-Quote bei annähernd 50%, was bedeutet, dass statistisch jeder zweite Kampf einen K.O.-Sieg zur Folge hat. Hier beweist Kulkai, dass er nicht nur ein Hau-drauf-Boxer ist, sondern auch durchaus taktisch boxen kann, um den Kampf nach Punkten nach Hause zu bringen. Das zeigt genau auch seine Statistik der durchschnittlichen Runden pro Kampf. Er bestreitet im Mittel 7 Runden pro Kampf bis zum eigenen Sieg. Bei seinen letzten 5 Fights ließ Kulkai nichts anbrennen und gewann alle 5 Kämpfe. Dabei allerdings auffällig, 4 der 5 Kämpfe gewann er erst nach dem Punkturteil nach 12 Runden. Demetrius Andrade. Der Amerikaner Demetrius Andrade wurde am 26.02.1988 geboren und boxt anders als Kulkai in der Rechtsauslage. Bubu, wie Andrade auch genannt wird, ist mit 1,85 Meter deutlich größer als Kulkai und hat ebenfalls eine größere Reichweite aufzuweisen. Sein Profidebüt feierte er ein Jahr früher, und zwar am 23.10.2008. In seinen bisher 23 Kämpfen blieb der Amerikaner ungeschlagen und weist dabei eine beachtliche K.O.-Quote von 70% auf. Er beendete also mehr als 2/3 seiner Kämpfe vorzeitig. Dazu passt auch seine Statistik für die durchschnittlichen Runden pro Kampf. Diese liegt mit 4,6 Runden pro Kampf deutlich unter der von Kulkai. Genauso wie sein Gegner gewann Bubu alle seine letzten 5 Kämpfe. Davon 2 besonders spektakulär. Erst knockte er Dario Pujeta bereits in der 2. Runde aus und im Kampf danach bewies er einen langen Atem und gewann noch in der 12. Runde durch technischen K.O. gegen den unterlegenen Willie Nelson. Im Vergleich der beiden Boxer lässt sich also zweifelsfrei sagen, dass Andrade eher dem Typus Knockout-Boxer gleichkommt. Das Duell der beiden Boxer fand bereits vor rund 10 Jahren statt. Damals waren beide allerdings noch Boxamateure. 2007 war Kulkai dem US-Amerikaner in dessen Heimat noch nach Punkten unterlegen. Dies soll sich aber nun ändern. Wir zählen momentan zu den stärksten Boxern im Halbmittelgewicht. Allein dieser Umstand lässt mich härter und mit mehr Freude trainieren als je zuvor, gibt der 31-jährige Wegner-Schützling zu. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich unter solchen Umständen immer am stärksten bin. Wir sind gespannt, ob die größte Herausforderung in Kulkais bisheriger Boxkarriere auch zu seinem bis dahin größten Sieg wird. Oder aber zu seiner schmerzlichsten Niederlage. Aber eins ist ganz klar und sicher. Der Kampf verspricht ein Spektakel im Ring.